Hallo, schönen guten Morgen. Okay, wir fangen an. Die nächste Vortrag sind bei Christopher Lorenz. Die Thema ist das, das war ein Beispiel von Wikipedia, Wikidata, Wikipedia und OpenStreetMap. Ja, Christopher kam aus dieser OpenStreetMap Community und wir freuen uns jetzt die Vortrag. Bitte. Ja, danke schön für die Einleitung. Ja, ich, wie gesagt, will hier mal so ein bisschen Wikidata, Wikipedia, OpenStreetMap vorstellen, so nach dem Motto, wo gibt's da Anknüpfungspunkte, beziehungsweise wie wird Wikidata in OpenStreetMap eingetragen, beziehungsweise umgedreht. Und wie gesagt, dazu mache ich so ein bisschen die Einleitung, was ist was. Ich denke mal, das könnte jeder kennen, da gehe ich so ein bisschen schneller dann drüber. Dann erläutere ich so ein bisschen, welche Tags gibt es in OpenStreetMap, um Wikidata-Informationen, Wikipedia-Informationen zu erfassen. Dann beleuchte ich nochmal kurz die andere Seite und dann zeige ich so nach dem Motto, wie das da zusammenspielt, wo vielleicht irgendwo Probleme existieren und zeige dann so ein paar Tools und Projekte, die quasi mit beiden Seiten arbeiten. So, ja, Wikipedia dürfte wahrscheinlich jedem bekannt sein, ist ein Projekt der Wikimedia, steht unter der Creative Commons Lizenz, Namensnennung und gleiche Attributierung, ist eine menschenlesbare Information erstmal. Wie gesagt, kann bei der automatisierten Verarbeitung nicht so ohne weiteres verarbeitet werden, wenn man dort irgendwelche Auswertungen machen will. Deswegen gibt es auch das Wikidata, wo quasi so Fakten zusammengetragen werden. Wie gesagt, ist auch ein Projekt der Wikimedia. Und das sind quasi, ja, ist eine Wissensdatenbank als solches, als Linked Data Projekt, wie gesagt, unter CC0 Lizenzierung. Und wie gesagt, da sind, ist halt ein Eintrag mit dem anderen verlinkt, wie auch im Wikipedia. Allerdings, wie gesagt, so ein bisschen mehr verknüpft und ein bisschen einfacher für die Technik lesbar, beziehungsweise für automatisierte Auswertung. Und jeder Eintrag wird dann mit einer Q-Nummer versehen und hinter dieser Q-Nummer verbirgen sich denn quasi Bezeichnungen in verschiedenen Sprachen, also Deutsch, Englisch beziehungsweise lokale Sprachen, verschiedene Sprachen und die Informationen, die quasi zu diesem Objekt sind, werden dann mit Aussagen definiert, die aus einer Property, also eine Eigenschaft bestehen, die mit einem Wert beschrieben werden und dann gibt es noch verschiedene Qualifier. Das sehen wir jetzt hier in dieser Übersicht. So nach dem Motto, das ist jetzt hier eine Grafik, da fehlt oben aufgrund der Farbe jetzt so nach dem Motto, wo dieser Bezeichner ist oben. Wie gesagt, Q42 ist jetzt dieser eindeutige Bezeichner. Das Ding hat einen Namen, eine ganz kurze Beschreibung und Alternativnamen. Und darunter sieht man dann eine Eigenschaft. Wie gesagt, das kann dann ja irgendeine Information sein, die damit beschrieben wird mit einem Wert. Und dann kann ein Endzeitpunkt, ein Startzeitpunkt sein. Wenn ich jetzt einen Bürgermeister habe, der von X bis Y lebte oder sein Amt hatte, dann kann man es dann entsprechend dort noch hinterlegen mit entsprechenden Funden. Wo ist diese Information her, kann man dort noch hinterlegen. Und wie gesagt, da gibt es dann halt Verknüpfungspunkte. OpenStreetMap sollte jedem bekannt sein, ist unter der Open Database License, steht zur Verfügung. Und ja, ist halt die freie Geodatenbank. Kommen wir jetzt zu den Tags in OpenStreetMap. Einer der Haupttags ist halt Wikidata und Wikipedia. Es gibt auch noch Wikimedia Commons, wo man auf Bilder oder irgendwelche Kategorien in Wikimedia Commons verweisen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Stolpersteine hat in der Stadt, kann man da entsprechend die Bilder verlinken und kann das dann auf entsprechenden Seiten darstellen. Auf Wikipedia ist quasi ein Verweis auf einen Wikipedia-Artikel, also laut Wiki in OpenStreetMap heißt es so nach dem Motto, für jeden Eintrag, wie zum Beispiel jetzt hier am Bahnhof Hamburg-Harburg zu sehen, gibt es jetzt hier einen Wikipedia-Eintrag, DE, Bahnhof Hamburg-Harburg, so nach dem Motto, DE heißt so nach dem Motto, ist in der deutschen Wikipedia und laut Definition darf es auch nur eine Sprachvariante für Wikipedia geben, also man kann dann noch sagen Wikipedia EN oder kann man noch weitere hinzufügen. Oder wie gesagt, hier ist es auch entsprechend richtig eingetragen, ist der Wikidata-Eintrag und darüber kommt man dann natürlich vorteilhafter zu allen Wikipedia-Einträgen, die es zu diesem Bahnhof gibt oder zu diesem Objekt gibt. So, neben diesen Haupttags, die wir jetzt hatten, also Wikipedia und
Wikidata gibt es dann halt noch sogenannte Suffix-Tags, also so nach dem Motto, ich beschreibe irgendeinen Operator, der irgendwas betreibt, irgendeine Marke, die ich habe oder irgendwie Netzwerk oder so nach dem Motto, ich mache hier Obstbaumkarten oder sonstige verrückte Sachen. Dann kann ich auch hier die Spezifikation von irgendwelchen Bäumen oder Pflanzen oder Hecken angeben. Wie gesagt, das kann ich alles machen und dann kann ich wirklich darüber auch einfach eine Suche sagen, ich habe jetzt hier irgendwelche keine Tippfehler drin oder sowas, ich gebe dann die Wikidata ID an oder diese Q-Nummer entsprechend und habe die dann in der Datenbank drin, kann da über einfach in OpenStreetMap darüber suchen. Und Name-Etymologie, wie gesagt, da gucken wir uns nachher noch ein Beispiel an, so nach dem Motto, wo kommt dieser Name her und gebe dann zum Beispiel die Person oder welches Objekt das auch immer ist, entsprechend an. In Wikidata gibt es sogenannte Properties, hatte ich ja schon erwähnt, also diese Eigenschaften und da habe ich jetzt hier mal alle zusammengetragen, die einen OpenStreetMap-Bezug haben. Die obersten drei sind quasi diese OpenStreetMap-Grundelemente einer Relation, einer Linie oder ein Knoten. Also man kann im Wikidata einfach definieren und sagen, dieses Objekt, was ich jetzt hier habe, zum Beispiel irgendeine berühmte Straße oder berühmter Platz, ist in OpenStreetMap unter folgender ID zu finden, dann kann man die verlinken und man kommt vom Wikidata zum OpenStreetMap-Objekt. Dann gibt es noch sowas wie numerische Nutzerkennung, das ist halt für prominente Personen oder sowas, die in Wikidata eingetragen sind. Oder ja, bekannte Personen, sagen wir mal so, prominent müssen sie nun nicht sein. Also es gibt auch so einige OpenStreetMapper, die quasi nur in ihrer Rolle als OpenStreetMap-Aktive da halt drinstehen, weil sie auch schon viele Vorträge oder große Projekte gemacht haben. Wie gesagt, da kann man dann die Nutzer-ID angeben und kommt dann zum Nutzer in OpenStreetMap. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Sachen habe, wie ich habe hier eine Bank oder sowas, dann kann ich auch sagen, wie wird das in OpenStreetMap erfasst mit einem Tag oder mit einem Key-Value? Kann man das im Wikidata definieren, wie erfasse ich denn folgendes Objekt? Und dann gibt es noch den Name-Suggestion-Index-Identificator, da gehe ich nachher auch nochmal kurz drauf ein, genauer. Und die OSM-Zoom-Stufe, die quasi für Länder bzw. Städte, Gemeinden ist. Welche Zoom-Stufe repräsentiert dieses Objekt in OSM am besten, dass das vollständig in der Karte zu sehen ist? Und wie gesagt, weil ja ein Wikidata-Objekt auch eine Position haben kann, man muss nicht zwangsweise eine Relation angeben, man gibt eine Position an und hat die OSM-Zoom-Stufe und weiß, ich will das Objekt darstellen in der Karte, welche Zoom-Stufe muss ich hier wählen, um das optimal dann entsprechend darzustellen oder die Gemeinde. Ja, wie gesagt, hier habe ich ja mal ein Beispiel gebracht. Wie sieht das aus? Das ist jetzt hier Hamburg-Harburg. Das war jetzt der Bezirk oder der Stadtteil. Wie gesagt, da gibt es so unterschiedliche Sachen oder verschiedene Ebenen der Gemeinden. Und wie gesagt, hier sieht man dann einfach die Relationskennung. Ich kann hier einfach draufklicken und komme dann entsprechend auf die Karte bzw. das Objekt wie hier. Und wie gesagt, jetzt habe ich hier wirklich die Verknüpfung zwischen diesen beiden erreicht. Wie gesagt, hier sieht man auch wieder die Wikidata-ID Q3489. Und wie gesagt, das ist hier quasi der Auszug von dem Wikidata. Und jetzt ist halt nur die Frage, hier sieht man ja im OpenStreetMap drin, hier ist Name-Präfix, sehe ich so nach dem Motto, das ist jetzt irgendwo ein Stadtteil, beziehungsweise sehe, das ist jetzt hier eine Grenze. Wo gehört das Ding eigentlich hin? Ja, im Wikidata sehe ich das ganz einfach, beziehungsweise OpenStreetMap fangen wir mal an. Ich müsste das jetzt kompliziert verschneiden mit komplizierten Rechenoperationen. Und im Wikidata kann ich das einfach gucken, hier gibt es eine Aussage, das ist ein Stadtteil von Hamburg. So nach dem Motto, ja, weiß ich sofort, ist Hamburg. Ich habe quasi eine ID, suche so nach dem Motto, wo ist diese Verknüpfung und habe die sofort. Beziehungsweise kann ich auch über die Verwaltungseinheiten gehen, was eigentlich bei vielen oder bei den meisten Gemeinden oder Stadtteilen oder sonstiges so entsprechend im Wikidata definiert ist und kann dann sagen, ja, mein Hamburg-Harburg ist jetzt, liegt in dem Stadtteil oder in dem Stadtbezirk Harburg, so rum ist das, genau. Der Stadtteil Hamburg-Harburg liegt im Stadtbezirk Harburg und da sehe ich, das liegt in der Verwaltungseinheit Hamburg, also weiß ich, das Ding oder diese Gemeinde oder den Ortsteil, den ich jetzt gesucht habe, der gehört zur Stadt Hamburg. Und bei Hamburg sehe ich hier unten, habe ich den Ausschnitt drin. Das ist eine Großstadt bzw. eine Stadt. Und hier sieht man auch nochmal diese Informationen mit diesen, ich habe es genauer qualifiziert, seit wann ist das eine Großstadt. Wie gesagt, das steht in OpenStreetMap alles nicht drin, aber hier kriege ich auch die ganze Hierarchie von dem von der Stadt, von der Gemeinde oder Stadtteil entsprechend raus.
Genau, dann habe ich hier mal Hamburg jetzt rausgenommen, weil jetzt sind wir quasi von Harburg nach Hamburg gewandert. Und hier gibt es natürlich auch die wunderschönen verschiedensten Sprachen. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viel das waren. Es passt jetzt hier nicht auf die Folie rauf. Es fängt hier irgendwo bei A und bei P wie Präfix, hört es auf, aber darunter geht es noch weiter. Da gibt es noch verschiedene andere Sprachen, bis irgendwie Chinesisch geht das runter. Da könnte man sich fragen, ist das jetzt vielleicht irgendwie zu viel Information, die in OpenStreetMap drinsteht? Oder ist das jetzt wieder okay? Wie gesagt, da gibt es halt so Streitpunkte, das könnte man in Frage stellen, weil diese Information mit diesen ganzen Sprachen, hatte ich am Anfang erläutert, steht im Wikidata ja auch drin in allen Sprachen und wird dort entsprechend gepflegt und vielleicht auch durchaus oder beziehungsweise in vielen Gemeinden und Städten wird das halt nicht gepflegt, diese ganzen Sprachen. Bei den großen Städten ist das soweit okay. Jetzt wollte ich noch ein paar Tools und Projekte vorstellen. Es gibt unter anderem den OSM to Wikidata Matcher. Das ist ein kleines Tool, wo man halbautomatisch Einträge zwischen OpenStreetMap und Wikidata vergleichen kann. Beziehungsweise, ich habe jetzt mal hier so ein Beispiel wirklich rausgenommen aus meiner Gegend. Das heißt hier Blankensee und nicht Blankenese, nur für die örtlichen. Also das ist hier richtig geschrieben. Wie gesagt, da gibt es hier den Eintrag für den Kapellenberg quasi im Wikidata und es gibt auch den Kapellenberg, also man sieht es hier unter diesem roten Punkt, das ist der Eintrag von dem Wikidata und darunter sieht man den Kapellenberg mit 79 Metern in OpenStreetMap eingetragen. Also wie gesagt, da hat halt dieses Tool gefunden, dass die ziemlich dicht beieinander liegen. Unten steht es auch drunter, das ist irgendwie 166 Meter. Die Distanz zwischen diesen beiden Punkten hat gesagt, der Name ist gleich, ist auch vom gleichen Typ. Und sagt, das könnte matchen. Und wie gesagt, wenn ich mich jetzt hier angemeldet habe, brauche ich hier unten nur aufdrücken und sage, ja, das ist definitiv die gleiche Information. Also ich kann hier nochmal wirklich vergleichen. Sollte man auch tun, passt das oder passt das nicht? Man kann dann sagen, fügt das zu OpenStreetMap hinzu und habt dann die beiden Objekte verknüpft, beziehungsweise in OpenStreetMap eingetragen, das Wikidata-Objekt und habt dann den Verweis zwischen diesem Berg und dem Wikidata-Objekt. Dann hatte ich ja vorhin schon angesprochen, den Namen-Suggestion-Index, das ist quasi so für OpenStreetMap beziehungsweise für die Erfassung, sind das vordefinierte Tags oder Templates oder Vorlagen, je nachdem, wie man das nennt, für bestimmte Markennamen, Betreiber. Und die haben meistens immer einen Verweis auf Wikidata drin, um dann auch unter anderem Logos rauszufinden. Ich habe hier mal was Lokales genommen, ich habe mal die Hamburger Sparkasse mir herausgefischt und habe da mal nachgesucht. Also da gibt es quasi in diesem Index, wie gesagt, da gibt es, das ist für weltweit. Hier gibt es dann unter anderem auf der linken Seite sieht man erstmal den Namen, darunter steht dann include.de. So nach dem Motto hätte man dann natürlich auch include.dehh machen. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Hamburger Sparkasse nicht aus, wo man das auch noch weiter regionaler begrenzt. Wie gesagt, sehen wir gleich, warum wir dann diese Informationen dahinter legen und dann welche Texte da üblicherweise verwendet werden, beziehungsweise in diesen Templates dann vorhanden sind, wenn ich die Hamburger Sparkasse nehme. Und hier sieht man auch das Brand Wikidata und dann mit dieser entsprechenden Q-Nummer und da wird dann auf die Hamburger Sparkasse verwiesen. Und er zieht sich quasi aus diesem Wikidata-Artikel auch noch das Commons-Logo raus, also das Logo, wenn das in Wikidata vorhanden ist, entsprechend mit Lizenzen dort richtig drin ist, wird das hier auch noch angezeigt. Wie gesagt, dann kann man dann auch entsprechend sich notfalls eine Karte basteln, wo denn die alle Logos damit drin sind. Und hier habe ich mal den ID-Editor, wie gesagt, da ist dieser Index eingebaut und habe hier mal ein Gebäude rausgenommen, wie gesagt, das ist jetzt hier keine Sparkasse, ich habe mir einfach irgendeinen Vorort genommen und habe jetzt einfach mal gesagt, ich will das als Sparkasse taggen, also man geht dann also quasi einmal rauf, sage, das ist jetzt hier eine Hamburger Sparkassenfiliale, dann kann ich da Sparkasse eingeben und dann schlägt er mir schon vor, die Hamburger Sparkasse. Und da brauche ich einfach nur draufklicken und dann fügt er automatisch die Texte, die hier vorne definiert sind, dort hinzu und ich bin fertig. Also ich muss mich da gar nicht mehr darum kümmern, dass ich das, die Wikidata-Informationen in OpenStreetMap noch per Hand hinterlege. Ich brauche das einfach suchen können, das hinzufügen. Auch in JOSM gibt es da entsprechende Vorlagen, wo ich das nutzen kann, nicht ganz so komfortabel und schön. Wie gesagt, es gibt hier auch Varianten, wie gesagt, hier hat es jetzt warum auch immer nicht funktioniert, dass ich hier dann sogar noch das Logo entsprechend dargestellt bekomme. Von der entsprechenden Marke oder der Firma oder Bäckerkette oder sonstiges. Also wie gesagt, da sind sehr viele Sachen drin. Und
selbst wenn hier ich irgendwas erfasst habe oder irgendwas schon da ist und ich klicke hier auf irgendwas drauf, was unvollständig ist und der ID-Editor, also der Standard-Editor auf der Webseite von OpenStreetMap, erkennt, dass das da irgendwo der Name so irgendwie so ein bisschen matcht, dann findet er raus so nach dem Motto, das könnte jetzt hier eine Sparkasse sein oder passt das? Und dann bietet er mir an, dass ich jetzt hier einfach diese Punkte ergänze und ich habe quasi die Wikidata-Informationen in OpenStreetMap ergänzt. Wie gesagt, das ist dann natürlich auch, wie gesagt, so ein bisschen Korrektur oder ich gucke mal, stimmt hier irgendwas oder hat hier einer was falsch gemacht? Und wie gesagt, dieser Index ist auch sehr hilfreich, weil hier ja auch immer die Wikidata-ID ist. In Deutschland gibt es ja diese schöne Netto und Netto, welcher ist welcher. Und dieses Problem umgeht man quasi mit der Wikidata-ID, weil dann sagt man genau, welcher von den zwei Nettos ist denn das, der mit den alle Großbuchstaben oder der hinten die Kleinbuchstaben noch drin hat. Der mit Hund oder der ohne, der schwarze oder der rote, wie gesagt, da hat man dann die entsprechende Entscheidung. Dann gibt es noch weitere Objekte, Projekte, unter anderem Equal Street Names, das hatten wir unter anderem auch Berlin gemacht. Ich habe jetzt hier mal ein anderes Projekt oder eine andere Stadt mir rausgesucht, unter anderem Hannover. Wo ich jetzt gleich Beispiele zeige. Und hier kommen wir auf den Name Ethnologie Wikidata Tag wieder zurück, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der damit am häufigsten verwendet wurde. Und hier werden quasi die Straßen nach Geschlecht oder Geschlechter können die sortiert werden, beziehungsweise wo kommt der Name her. Und da hat man dann als Ergebnis, wenn man diese Daten aus OpenStreetMap auswertet und die Wikidata-Informationen entsprechend hinzufügt, ergänzt, dann kann man hier sich dann so eine schöne Karte generieren für alle Städte. Wie gesagt, hier gibt es so ein, da oben gibt es so eine Hansestadt, da gibt es noch keinen Punkt, da könnte sich vielleicht die lokale Community irgendwie gucken. Vielleicht wollen sie auch mal das einfach machen. So nach dem Motto, wo kommt der Name her, das entsprechend ergänzen und dann kann man auf den entsprechend auf die Straße klicken und sieht, nach was ist die Straße benannt. Und dann gibt es auch so eine Auswertung, wie viel männlich, wie viel weiblich entsprechend ja, die Straßen benannt sind. Ja, man kann natürlich andere Auswertungen machen, wird das jetzt nach Flüssen, nach Bäumen und sonstiges benannt. Das kann man natürlich alles machen, wenn die Informationen in OpenStreetMap vorhanden sind. Ein anderes Verknüpfungsobjekt, jetzt komme ich mal von der anderen Seite, also von Wikidata oder Wikipedia. Es gibt eine Wikimedia-Anleitung, nicht eine Erweiterung, wo ich quasi Karten einbinden kann oder Kartenlinks. Also hier habe ich jetzt mal das Beispiel aus dem Wiki rausgenommen. Ich werde die Folien noch hochladen und alles, was hier irgendwie aktuell jetzt hinterlegt ist, farbig, so nach dem Motto ist mit Links, da kommt man dann auf den entsprechenden Seiten. Da findet man auch dieses Beispiel, einfaches Karten einbinden. Ich sage einfach, ich möchte hier irgendwie einen Punkt an einer bestimmten Koordinate angezeigt haben und kann das quasi im Wiki einfach einbinden. Ja, komme ich jetzt schon zur Zusammenfassung. Ich denke mal, die Zeit habe ich so einigermaßen eingehalten. Teilweise werden die Informationen halt redundant erfasst. Wie gesagt, hatten wir gesehen, könnte man überlegen, welche Informationen mit den Namen erfassen wir jetzt hier doppelt oder nicht. Und ermöglicht eine einfache Suche, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ich kann einfach mit dieser Wikidata-ID, wenn das ordentlich gepflegt ist oder vollständig gepflegt ist, hatten wir ja gerade den Vortrag zur Vollständigkeit, kann ich natürlich jetzt über die Wikidata-ID suchen, dass ich bestimmte Filialen an der Burgerkette oder an der Sparkasse finde, ohne mich um Schreibfehler oder sonstiges zu kümmern. Und wie gesagt, diese doppelte Erfassung, wie gesagt, die Namen sind halt wichtig für das schnelle Rendering, die jetzt alle irgendwie rauszupacken und alles nach Wikidata überzulagern, wo es ja teilweise irgendwie so Ideen gibt oder so nach dem Motto, könnte man auch so machen, ist das natürlich ein Riesenaufwand, das irgendwie ja, sich die Daten zusammenzusuchen. Ich brauche immer Wikidata, wenn ich eine OpenStreetMap-Karte machen will, ist nicht durchaus sinnvoll. Also doppelt sollte man erfassen, man sollte nur gucken, was erfasst man doppelt. Und ja, finde ich, Zusammenarbeit ist irgendwie sinnvoll zwischen beiden Projekten. Und dann komme ich auch zum Ende und freue mich auf Fragen. Okay, wir haben 5 Minuten für Fragen. Haben wir hier 6 oder 7 Fragen? Okay. Mhm. Ist es tatsächlich sinnvoll, Informationen aus OSM und Wikipedia nach Wikidata zu verschieben? Ich habe jetzt die Frage akustisch nicht verstanden, wenn ich die jetzt mal kurz ablesen könnte. Die erste Frage, okay.
Das ist eine lange Frage. Ja, das ist eine lange Frage, da muss ich die mal auch erstmal selber nochmal durchlesen. Genau, ist es tatsächlich sinnvoll, Informationen aus OSM und Wiki? Also die Frage ist quasi, ob die ganzen Informationen ja aus OSM und Wikipedia nach Wikidata verschoben werden soll. Na, die Informationen, die in Wikipedia drinstehen, die sind ja teilweise in Wikidata ja nochmals erfasst. Also diese Infobox, die man in Wikipedia auf der rechten Seite hat, mit wie viele Einwohner hat die Stadt oder sowas, das kann ja aus Wikidata alles automatisch generiert werden. Und die Informationen aus OSM, ja, man könnte die durchaus da reinpacken, wie ich aber schon jetzt ganz zum Schluss gesagt hatte. Ist das nicht sinnvoll, wenn ich sage, ich will jetzt mal schnell eine Karte rendern, dann muss ich mir immer das Wikidata alles irgendwie so rauspuzzeln und rausholen. Also wie gesagt, bei den Namen ist es durchaus sinnvoll, dass man darüber sich Gedanken machen könnte, wo man sagt, man hat die lokalen Sprachen oder die ortsüblichen Sprachen, man hat irgendwie Englisch drin und vielleicht die drei größten Sprachen irgendwie als Information hinterlegt. Das wäre durchaus sinnvoll. So, ich gucke mal, was hat man noch? Ähnliche Fragen? Hier oben habe ich noch, wie kann mehrfache Erfassung zwischen OSM und Wikidata vermieden werden, sodass Linked Data dafür sorgt, dass die Pflege der Daten nur an einer Stelle erfolgt. Ja, wie ich schon gesagt habe, ja, Pflege an einer Stelle, das ist so die, jetzt die ähnliche Frage. Würde ich sagen, hätte ich jetzt schon beantwortet. Was haben wir noch für Fragen? Ich gucke mal. Unten gibt es noch die Frage, Wikidata führt viele Links zu anderen Datenbanken. Würde es nicht Sinn machen, zusätzlich auch amtliche Daten dort zu verknüpfen, beziehungsweise die Datenbankenkennung? Schwierige Frage. Ja, also wie gesagt, es ist natürlich sinnvoll, ja, so die wichtigsten Hauptinformationen, sowas wie offizielle Adresse einer oder eines Geschäftes oder sowas, die kann man durchaus noch hinterlegen. Und ja, wie gesagt, müsste man durchaus diskutieren, welche Informationen und welche Tags sind das jetzt genau. Also es gibt so Sachen, wo ich sage, ja, die IDs könnte man dann hinterlegen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sämtliche Gemeindekennzahlen und sonstige Sachen, die wir in OpenStreetMap drin haben, komplett nach Wikidata verschieben. Weil, wie gesagt, das macht die Sache dann halt durchaus auch ein bisschen komplexer. Und wie gesagt, eine Frage kriegen wir noch. Gibt es jemanden Frage auf den Ort? Ja. Also das ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt. Vielleicht eine Anmerkung. Du hattest ja beim Netto dieses Beispiel mit den verschiedenen Schreibweisen. Die Bibliothekare machen sowas schon lange, die nennen das Normdaten. Da gibt es eine gemeinsame GND, gemeinsame Normendatei, und da kann man genau Körperschaften und Personennamen und so weiter eben erfassen, und dann wird eben nicht der Name ins Datenfeld eingetragen, sondern die Referenz auf den Datensatz. Und genau das machen wir im Prinzip auch mit Wikidata dann. Also du referenzierst dann eben nicht auf, du schreibst eben nicht den Namen Netto rein, sondern du referenzierst auf den Wikidata-Datensatz. Was mir noch aufgefallen ist, die Frage Information zwischen Wikipedia und Wikidata. Wikipedia und Wikidata sind ja völlig ziemlich unterschiedliche Dinge. Wikidata wurde ursprünglich mal gemacht, um eben bestimmte Daten in Wikipedia-Artikeln an einer Stelle pflegen zu können. Beispiel Einwohnerzahl. Für Berlin gibt es etliche Wikipedia-Artikel in ganz vielen Sprachen, Swahili, Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter. Und dann hole ich mir die Einwohnerzahl von Berlin, die sich ja dauernd ändert, eben dann aus dem Wikidata-Objekt, und das kann ich dann in alle Wikipedia-Artikel in verschiedenen Sprachen einbinden und brauche das nur an einer Stelle zu pflegen. So ist das ursprünglich mal zustande gekommen, und in Wikidata steht halt immer ein kurzer, im Wikidata-Objekt steht immer nur ein ganz kurzer Text drin, der aber nur dazu dient, das Wikidata-Objekt eindeutig zu kennzeichnen, sodass man von anderen unterscheiden kann. Darüber hinaus stehen da keine Informationen drin. Die anderen Informationen sind in Wikipedia. Was mir noch aufgefallen ist, du hast in deinem Talk sozusagen die drei Wikidata-Properties genannt, mit denen man auf die OSM-IDs verlinken kann.
Würdest du empfehlen, diese Properties zu verwenden, oder sollte man nicht lieber über die, sollte man dann nicht lieber an die entsprechenden OpenStreetMap-Objekte die Wikidata-Tags dran machen und darüber referenzieren, weil sich ja in vielen Fällen auch ein Wikidata-Objekt auf verschiedene Wikipedia-Objekte sozusagen auf verschiedene OpenStreetMap-Objekte beziehen kann. Die Datenmodelle von Wikidata und OpenStreetMap sind ja völlig verschieden. Ja, man hat ja irgendwie so eine End-zu-End-Beziehung, die du meinst, also nach dem Motto, ich kann von einem Objekt auf viele verweisen, andersrum genauso. Wenn ich jetzt sowas wie Brand habe oder sowas, da verweise ich ja dann quasi aus vielen OpenStreetMap-Objekten auf einem Wikidata-Objekt und andersrum ist es genauso. Ja, man muss immer gucken, wo ist das jetzt sinnvoll, was zu verlinken. Also es macht jetzt nicht sinnvoll, so alle Hamburger Sparkassen-Relationen da irgendwie zu verlinken. Das macht jetzt keinen Sinn. Da macht das Sinn, nur in eine Richtung zu verlinken. Also es kommt immer von Fall zu Fall darauf an, was man verlinkt. Also man sollte da vielleicht irgendwie tiefer mal irgendwie in Diskussion einsteigen, was nimmt man für Informationen rein, wenn du die Einwohnerzahl nimmst. Das ist durchaus sinnvoll zu sagen, ja, die muss ich jetzt nur nicht zwangsweise in OpenStreetMap pflegen. Also wie gesagt, da kommt es wirklich von Tag zu Tag an. Was pflege ich in OpenStreetMap wirklich noch, oder wo reicht das aus zu sagen, ich verlinke jetzt nur noch auf Wikidata, um dann die Informationen daraus zu finden, weil das sind dann sehr spezielle Karten, wo ich sage, ich mache jetzt hier irgendwas mit Einwohnerzahlen. Okay, so wir jetzt machen die 10 Minuten Pause und wir haben noch einen weiteren Vortrag.